eigentlich ein gutes Zukunftsthema für den LID, auch abheben, den Überblick haben, rausschauen. Ja, das ist bestimmt eine sehr grosse Herausforderung innerhalb der Zukunft, weil wir ganz klar der Meinung sind, dass das Digitalisieren von der Landwirtschaft nicht wird Halt machen. Das liegt auf der Hand. Und es wäre begrüßenswert, wenn der erste Sektor von unserer Volkswirtschaft dort mal ein bisschen früher als alles andere, sprich, dass es ein bisschen proaktiv würde angehen und das Pferd würde setzen, wenn man schaut, was passiert. Innerhalb der letzten 150 Jahre wird Digitalisierung aber gleich wie die Elektrosynisierung 1870 und dementsprechend ein parat sein und etwas dafür tun. Und darum finde ich es gut, dass die Realität in dieser Rolle sehr proaktiv in der Thematik auseinandersetzt. Also ich finde es genial, dass man so moderne Methoden einsetzen in der Landwirtschaft, eben gerade zum Rehkitz zu retten, weil ja sonst eine sehr aufwendige Sache ist sicher. So hat man schnell den Überblick, man findet den Punkt genau und kann eben die Rettung einleiten. Das finde ich etwas ganz Geniales. Maiszünsler habe ich gesehen, dass man da so Schlupfwespen abwerfen kann, ganz gezielt in der richtigen Dosis ins Feld rein, wo eine sehr gute Wirkung zeigt. Auch das ist natürlich etwas Geniales, wenn man weniger Pestizide braucht und eben so auf natürliche Art kann helfen. Digitalisierung in der Landwirtschaft. Ich denke, ein Potenzialfeld, ein Bereich, den man ausschöpfen sollte, wo ja auch schon viel gemacht wird. Und wo ich auch denke, dass es durchaus in Zukunft interessant sein könnte, einerseits für einen Landwirt, aber auch andererseits für den ganzen Umweltschutz. Jetzt gerade bei den Trichogrammen, die man gesehen hat, wo man eigentlich mit Nützlingen kann in dem Sinne Schädlinge bekämpfen kann. Und für mich ist dort immer so die Frage, eben Kosten-Nutzen. Wir haben jetzt auch gesehen, so eine Ausrüstung von der Drohne bis inklusive Kamera und allem 20'000 Franken. Und entsprechend auch hohe Investitionskosten, die man doch auch mit dem Nutzen muss, in Vergleich setzen muss. Ja, es ist eine faszinierende Welt mit all den Anwendungsmöglichkeiten, die man hier hat. Und ich denke, auch in der Landwirtschaft besteht ein riesiges Potenzial für den Drohneneinsatz. Auf der anderen Seite stellt man sich dann die Frage, ja, kann das auch einigermaßen reguliert werden, dass eben nicht Missbrüche passieren und dass das wirklich richtig zur Anwendung kommt und nicht falsche Anwendungen da im Vordergrund stehen werden. Aber da ist ein riesiges Potenzial auch für die Nutzung in der Landwirtschaft vorhanden. Und was Drohnen anbelangt, denke ich da vor allem im Einsatz von der Hilfsstoffe, im präzisen Dosieren von Einsatz, sei es von Hilfsmitteln, sei es von Pflanzenschutz, oder auch, wie wir es heute gesehen haben, vom Maiszünsler, also auch biologische Methoden, bis auch zum Schutz der Böden, wo wir heute auch zum Beispiel Erosion haben können, genauer anschauen. Das gibt natürlich unheimliche Fortschritte, wie man dort viel präziser und genauer kann arbeiten kann und von dort her die Landwirtschaft weiterbringt und auch für die Konsumenten nachher Brücken schlagen kann, wenn man es den Konsumenten erklären kann, wie präzise, wie genau, wie naturnah, dass man möchte arbeiten möchte.